Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem FG Normal Haul. Zu Beginn möchte ich aber anmerken, ich wollte eigentlich heute ein Real Talk, Whip and Chat mit euch machen. Ich habe mir überlegt, das lieber sein zu lassen, denn es gab in den letzten Tagen bei mir ein Thema, worüber ich mich sehr stark aufgeregt hatte, aber ich denke, dass es hier auf meinem Kanal eigentlich gar nichts zu suchen hat, sich untereinander Kanal gegen Kanal zu bekriegen. Muss ja auch jetzt nun wirklich nicht sein. Ich kann nur eine Sache dazu sagen. Wenn jemand etwas gegen mich hat oder mich nicht leiden kann oder sonst was, bitte klickt doch einfach weiter. Guckt meine Videos nicht. Kommentiert nicht irgendwelche Sachen unter meine Postings, egal ob auf Facebook oder hier, um mich runterzuziehen oder runterzumachen, ohne die Hintergründe von meinem Leben zu kennen. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Beim nächsten Whip and Chat, das wird morgen sein. Ich werde es morgen auf jeden Fall hochladen. Werde ich dann mit euch darüber reden, wo war ich und wie geht's hier weiter. Keine Sorge, der Kanal wird nicht aussterben. Der Kanal geht jetzt weiter. Und zwar möchte ich ihn wieder aufziehen, so wie damals. Und ich werde auch schauen, ob meine Rabattcodes, die ich von den ganzen Kooperationen habe, noch aktiv sind. Ansonsten lasse ich mir neue geben. Und die werde ich dann auch so verlinken, wie es sein muss. Danke nochmal für den Tipp, dass ich halt Affiliate-Links bestücken muss und so weiter. Das habe ich bisher immer so gemacht. Aber in dem Posting von vor 2 Monaten war es halt nicht so. Aber wie gesagt, die Codes sind wahrscheinlich 5 von 6 ungültig, weil ich seit 2 Monaten keine Werbung mehr gemacht habe. Und auch damit kein Geld generiert habe. Also, ich habe kein Geld damit generiert. Somit ist das sowieso nicht, also, ne, egal. So, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar habe ich tolle Halloween-Produkte, passend zu der jetzigen Herbst- und Halloween-Zeit. Und die wollte ich euch zeigen. Fangen wir damit an. Und zwar ist das lilanes Wachs. Ich arbeite gerne mit dem lilan und mit dem blauen Wachs. Und passend zu Halloween fand ich halt diese Farbe. Und die werde ich benutzen. Und zwar mit den neuen Spitzen, die ich mir bei New Plastics geholt habe. Die habe ich bis heute nicht getestet. Und das möchte ich dann mit euch zusammen in dem Whip and Chat machen. Wir werden auf jeden Fall viel zu quatschen haben. Das werden wahrscheinlich mehrere Whip and Chats werden. So, ich öffne mal eben hier. So. Da sind einige drin. Ich glaube 32 Stück. Da hat man auf jeden Fall eine ganze Weile an dem Wachs. Dann habe ich mir 2 Stifte zugelegt und die fand ich auch passend zu Halloween. Und zwar diesen hier, so richtig kürbisfarben. Packen wir mal aus. Also wie gesagt, seid mir da nicht böse, dass ich das Whip and Chat, so wie ich es eigentlich mit Real Talk und so geplant hatte, lieber weglasse. Ich möchte einfach Frieden auf meinem Kanal haben. Ja, ich möchte einfach, dass alles so ist wie sonst auch. So, und zwar ist hier dabei der Stift, der ist aus Resin oder Hartplastik, ja, Resin kann man sagen. Hier mit der Marmorierung in Schwarz, Orange, Braun, Gold, ja, Kürbisfarben würde ich sagen. Dazu haben wir einen Abroller, den will ich mal testen und deshalb habe ich das auch genommen. Hier ist auch so ein Klebeband dabei. Dann haben wir einen 6er-Setzer, einen 3er-Setzer, einen 9er-Setzer, glaube ich, einen Schieber und einen schrägen Aufsatz. Ich fand den Stift ganz cool, auch von der Form her. Der liegt ganz gut in der Hand. Den werden wir definitiv die Tage jetzt testen bei den Whip and Chats. Und dann steckt man das einfach hier dran und dann rollt man da die Steine auf. Ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme, weil ich habe es schon mal probiert vor Jahren, habe es nicht gebacken gekriegt. Ja, manchmal soll es halt nicht sein. So, der 2. Stift hat auch so ein bisschen herbstliche Farben, finde ich. Schauen wir mal eben. Ich habe so ewig nicht mehr ausgepackt. Also ich habe jetzt ja fast einen Monat keine Videos mehr gedreht. Kriege ich meinen Stift drauf? Ja.
Die ist auch gelb, rot, weiß, ein bisschen schimmernd. Sehr, sehr schöner Stift, finde ich. Also die Stifte sind bei FG Normal jetzt zu haben als Sets. Entweder mit diesen Abroller oder mit normalen Aufsätzen und keine Ahnung was. Schaut euch da gerne mal um. Ich finde die Farben recht schön. Absolut schicke Style. Auch da sind dieselben Aufsätze dabei wie bei dem anderen Stift. Auch so ein Abroller und Mehrfachsetzer. Alles dabei, um starten zu können. So, und dann habe ich uns noch drei Halloween-Bilder ausgesucht. Ich glaube, die werden euch gefallen. Da haben wir ein Teilbild. Gucken wir mal, wo ist hier der Anfang? Da. Und das Teilbild fand ich so süß. Und zwar ist das ein Geist in einer Tasse. Schön die Leckereien, Kürbisse, eine Kerze, Lolli. Und wir haben Strasssteine bei diesem Bild dabei. Das ist ein Teilbild mit Strasssteinen. Auch mit goldenen Steinen, mit Spezialsteinen. Sehr, sehr schickes Bild. Da sind jetzt neun Farben dabei. Und wie ich finde, ein sehr süßes Bild. Ein schönes Motiv. 30 mal 30 mit Marshmallows und Co. Richtig tolles Halloween-Bild. Ja, macht richtig Laune auf Halloween. Meiner Meinung nach. Gefällt mir super. Ein Starter-Toolkit ist auch dabei. Immer dieses grüne Schiffchen, Wachs und einen rosanen Stift. Und dann habe ich noch zwei Vollbilder. Auch drauf gefreut. Auch richtig schöne Halloween-Bilder. Ich kann euch die Preise auch schon mal sagen. Also hier ist das Toolkit, ne? Das brauchen wir nicht. Die Preise sind für jeden Stift 3,50 €. Das Wachs kostet auch 3,50 €. Dann die Bilder. Und zwar dieses Bild, was ich euch jetzt zeige, kostet 4,67 €. Und das Teilbild war auch 4,67 €. Und das danach, was ich euch danach zeige, kostet 7 €. Wir haben abgepackte Steine in Rund. Auch 30 mal 30 und zwar der Halloween-Gnom. Den dachte ich, nehme ich mir mit. Den haben sehr viele schon von euch geholt. Weil viele von euch auf die Gnome so stehen. 30 mal 30. Ja, da denke ich immer an die Melli. An unsere Kreativ-Paris. Die liebt auch Gnome. Ich glaube, die hat das Bild auch. Das werde ich definitiv auch mit euch painten. Und dazu natürlich schöne herbstliche Halloween-Farben mit runden Steinen. Da können wir dann auch mit AB-Farben arbeiten oder mit Fairy Dust, je nachdem, was ihr so zu Hause habt. Ja. Irgendwie will der Zoom heute nicht. Der Fokus. Ja, herbstliche schöne Farben mit 18 Farben in diesem Bild. Und der Druck schön glasklar. Auch ohne Leuchtpad ganz gut erkennbar alles. Ja. Das ist der Halloween-Gnom. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Weihnachtsgnom irgendwo rumflattern. Müsste ich mal im Schubladen gucken. Und dann kommen wir zum letzten Bild für heute. Da haben wir eine Miezekatze. Auch das Bild kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Und habe es dann verschenkt. Bin mir gerade nicht so sicher. Eine Größe von 40 mal 40. Runde Steine, glaube ich. Ich guck mal eben. Ja. Grünes Toolkit. So, das ist die Miezi-Katze. Da muss ich mal eben hier so. Gucken wir mal ein bisschen von weiter oben. Da sieht das ein bisschen besser, ne?
So, wir haben hier wie viele Farben? 20 Farben. Runde Steine. Alles normale runde Steine, keine ABs oder sonstiges. Viel weiß. Keine Strasssteine, nur normale Acrylsteine sind das, glaube ich. Alles schön abgepackt. Ihr könnt also sofort aus den Tüten arbeiten. Natürlich super. Da haben wir diese süße schwarze kleine Halloween-Katze. Auf dem Kürbis, auf dem größten Kürbis von allen, der beleuchtet ist. Also ich glaube, da kann man schön mit RB-Steinen arbeiten oder mit Leuchtsteinen. Ich würde RB-Steine nehmen, weil wenn es dann nachts leuchtet, ich finde, mit AB habt ihr da mehr. Oder ihr lasst die Augen ein bisschen leuchten und den Hintergrund. Und hier das Gesicht. Die das Gesicht, ja. Das ist die Miezi Miezi. Ist echt süß. Das ist der Kürbis. Und kleine Kürbisse noch im Hintergrund. Natürlich gehört ja alle zu Halloween dazu. Und viel Weiß im Hintergrund. Also da kann man dann schön schnell arbeiten mit Mehrfachsetzern. Das klappt wunderbar. Ja, das ist die kleine Salem, würde ich sagen. Also, ne? Niedlich. Sehr süß. Schöne Bilder konnte ich euch jetzt wieder zeigen. FG Normal hat auch eine Menge neue Bilder, die ich jetzt gesehen habe die letzten Tage, wo ich mir dachte, oh, wenn ich da wieder was aussuchen darf, ich werde auf jeden Fall zuschlagen. Ja. Der Herbst kann kommen. Halloween kann auch kommen. Ich bin gewappnet. Ich freue mich sehr auf das Testen der Stifte und der Bilder. Und wir sehen uns dann im nächsten Video bei einem Whip and Chat. Nicht ganz Real Talk, aber wir werden auf jeden Fall quatschen, was war bei mir los und wie geht's weiter. Das sind so die Sachen, die dann anfallen. Und was ich noch für euch für Überraschungen in der Zukunft habe, das erkläre ich euch dann auch. Na? Alles andere, private Sachen, die mit Stress zu tun hatten, lasse ich jetzt aus meinen Videos raus. Ich wünsche allen YouTube-Kolleginnen alles Gute für die Zukunft, auch denen, die mich nicht so leiten können. Ja, mein Gott, wir haben dasselbe Hobby. Na, was soll ich dazu sagen? Sollte eigentlich alles friedlich ablaufen. Also alles Gute, alles Liebe und tschüss, ihr Lieben. Ja. Wer Fragen an mich hat, kann sie gerne privat stellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.